Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an und gucken, welche Skins wir heute haben. Als erstes haben wir den in schwarzer Skin heute drin. Der hat im letzten Update ja auch einen zweiten Stil bekommen. Wird hier leider nicht angezeigt. Ich habe ihn allerdings gekauft. Und das schon relativ lange. Deshalb kann ich dann den anderen Stil im Schwinn zeigen. Und zwar den Pixel-Art-Stil. Ist eigentlich ganz nice für einen grünen Skin wirklich zwei verschiedene Stile zu haben. Finde ich eine Ehrenaktion von Epic Games. Dann haben wir als nächstes den Zuki-Skin. Die Kupferwespe. Die heftiger Hieb Spitzhacke. Und die Stachellackierung. Dann haben wir noch den Moxie-Skin im Standard- und im Dunkelstil. Dann die schlagfertige Axt und die Abkühlung-Lackierung. Dann haben wir noch die Überlebenskünstlerin, den Trooper. Beides tatsächlich Season 1 Skins, das heißt die absoluten Oldschool-Skins. Dann haben wir noch den Punktlandung-Gleiter, die Prismarant-Lackierung. Den Luftgitarren-Emote und den Tiefen-Depp. Dann haben wir noch im Liebe und Krieg-Shop heute den Harlequin-Skin im Monster-Xuxo-Stil und absolut fabelhaft. Dazu die Punchstein-Spitzhacke und den Harley-Hatter. Dann haben wir noch das Metallbasten-Paket mit dem Zadie-Skin, der Eisenfratze und den Stachelkolben. Dann haben wir von gestern noch den Liebesdorn-Skin hier in dem Shop im Standard- und im violetten Stil. Und die Wutstreiterin mit dem Anwärter-Backpack. Heute ist auch nicht mehr der Liebesranger drin. Das heißt, ich denke, wenn immer ein neuer Skin reinkommt, dann wird der im Prinzip durch den vorherigen neuen Skin ersetzt. Und eben halt hier Wutstreiterin, Metallmaskenpaket und Harlequin bleiben ziemlich bis zum Ende dieses Events drin. Das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.